So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe Domme dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Mood Stompy mal wieder gegen Food Chain. Und zwar Rug Food Chain. Also rot, grün, blau. Genau. Mood Stompy, also Monored Prison Deck, das sehr schnell versucht, Blood Moon und andere nervige Pieces zu spielen, um dann den Gegner mit Goblins und aktuell Golfs zu überrennen. Pyro-Golf. Ja, Pyro-Golf, gute Karte. Wird gerade auch teuer. Ja, das ist richtig. Leute realisieren, wie gut er ist. Und dann auf der anderen Seite haben wir Food Chain, ein Deck, das eben die namensgebende Karte Food Chain spielen möchte, wo man Kreaturen opfern kann, um Mana zu generieren, exilen kann, um Mana zu generieren und man eben Karten spielt, die man aus dem Exile casten kann. Historisch eigentlich eher so ein Meh-Matchup. Für wen? Für Stompy. Ja gut, Food Chain hat halt immer ein bisschen Basic Lands drin, sie haben Mana Dogs drin. Ja. Und wenn sie dann in die Combo kommen, dann hast du halt nicht so wirklich was zum Unterbrechen. Nö, so quasi gar nichts. Weil Food Chain ist halt auch ein Enchantment. Und damit ein bisschen schwierig zu handhaben. Trinisphäre juckt das dann auch gar nicht, weil die Viecher, die der Exile sind, alle kosten alle drei oder mehr. Genau, ist schwierig. Hier haben wir ein Brainstorm. War das ein End-of-Turn-Brainstorm oder war das? Nee, es war ein In-Turn-Brainstorm. Kein Fetchland gezogen. Das ist ein bisschen schade. Das ist ja blöd. Ihr kommt mal sogar in die nächste Runde mit dem Goblin auf dem Board. Ja, das passiert gar nicht mal so häufig. Nee, der Goblin wird oft irgendwie weggeschossen. Also. Genau, dann geht ihr auf zwei. Man darf zwei Karten abwerfen. Bis zu zwei. Und zieht so viele nach. Auch interessant, wenn du Bowmaster hast, musst du den Feuer reinschmeißen. Genau. Auf den Trigger. Da kann man zwei Mana-Quellen wegschmeißen. Dann hat man aber... noch einen Mountain. Ja gut, ist halt vom Prinzip her sehr... Sehr viel Mana, was da jetzt gerade ist. Vier Mana. Ja, Golf jetzt für zwei? Nee, One Ring. Stimmt, die Liste spielt den One Ring. Spielt auch nicht jede Liste tatsächlich. Da hat man theoretisch sogar den vergessenen Trigger anzusagen. Ja, man muss ihn halt zeigen, dass wenn er relevant wird. Ansonsten. Boah, das ist ein langsamer Start von Stompy, das ist schlecht. Da ist die Food Chain schon mal. Ja, es kommt daran, für wen man hier ist. ja, das stimmt. Dann enttappt man. Dann macht der Ring ein Damage. Ja, der Ring macht ein Damage. Ja, mal gucken. Vielleicht wird er noch nachträglich gemacht. Da ist auf jeden Fall ein Kiki-Jiki-Flip. Prison ist hier auf 15. Ja, nee, Ring wurde vergessen. Ringe machen keinen Schaden. Wie interessant gut der wäre, wenn er keinen Schaden machen würde. Hier wurde Mana gecountet. Da ist ein Rebel Master. Jetzt hat man langsam sogar Pressure auf dem Board. Ja. Und man müsste noch zwei Leben verlieren. Ja, das mit dem Leben verlieren, das macht das Deck nicht so. Engine Tube und Schaden ist so ein Ding. Haben wir schon öfter gesehen. Wandering und Schaden anscheinend auch. Fetchen und Schaden auch. Das passiert immer mal wieder in der Eifer des Gefechts, deswegen immer dabei schreiben. Ah, es wird nachgeholt. Bam. Sehr schön. Da liegt auf einmal eine Menge Power auf dem Board. Man kann jetzt halt nur für 5 rüberkommen. Nee. Du gehst für 2, 4, 5. Sonst kann nichts angreifen. Ja, angreifen. Das ist richtig. Ja, also du kannst jetzt noch schmeißen, aber ist die Frage, ob das was bringt. Nächste Runde kommst du, wenn du es richtig machst, mit dem 2, 4, 5, 6. 7, 8, 9,
Ja, nee, Sonus Leafle. Wild Leafle. Ja, ja, okay. Das also ist kannst du allein mit der Jiggy Reflection kannst du ja einen Rebel Master machen. Ja, ja, ja. Das war jetzt einfach das nur so. Ist, ja, ja, das ist weit rum. Das ist genug Damage. Also, kannst du den Ring und so weiter auch liegen lassen, weil es macht keinen Unterschied. Das ist kein Problem. Man zahlt Mana für die Combo. Nee, das ist wirklich kein Problem. Gibt's Removal tangiert das Ding auch nicht? Das heißt wahrscheinlich einfach nur ein Card Draw. Ja. Den schmeißt man auch? Hm. Ha. Sehe ich nicht. Auch nicht. Verkürzt aber die Clock um keinen Punkt. Genau, es verkürzt halt nichts und er hat ja schon noch Länder. Nimmt die nächste Runde sogar 2 Attack Damage. Ein Brainstorm. Hm. Puh, da wird noch nicht viel sein. Ja, man braucht anscheinend irgendwie eine Möglichkeit, an einen Combo-Kill ranzukommen. Hm, ja, okay, du brauchst halt jetzt die Pistole auf der Brust. Ne? Ja, ja, genau. Da wäre halt was, um es zu machen, aber irgendwie. Also das Fate, wo man halt bis zu wo man 3 Karten aus seinem Deck exiled und eine Karte zieht. Ja. Das war auf der Halb. Stimmt, ja. Aber es fehlte wohl irgendwo ein Mana. Ja, okay, du brauchst ja auch Mana, um eine Kreatur zu spielen. Uro. Da kommt Uro, hier gibt es auch ganz lustige Trigger. Ganz lustige Trigger. 13, zieht man eine Karte, darf man Land legen. Land legen. Und dann, man kann ihn halt exilen für 3 Mana, wenn man möchte. Ja, wenn man möchte. Also für 4 Mana. Für 4, ja. Aber das scheint nicht relevant zu sein. Hättest du sogar rampen können, theoretisch. Jetzt ist die Frage, du bist eigentlich tot. Ja, ja. Du bist einfach knallertot. Ich glaube, es wird noch nicht realisiert. Man rechnet das hier einmal, glaube ich, gerade durch. Und das ist halt Rummel um. Das ist Blood Moon. Ja, der macht jetzt gerade nichts mehr. Und dann ja, der greift dann schon. Ja, ist 1, 2, 3, 4, ja, reicht. 8, 9, 10, 11, 12 und dann kriegt man eigentlich noch den 1-1er, ja, der ja dann noch 13, 14 macht. Dann kann man noch einen Ring ins Gesicht werfen. Das hier ist halt ganz, ganz so. An dieser Stelle einmal ganz kurz Werbung für mein Patreon und für mein YouTube-Membership. Vielen, vielen Dank an meine YouTube-Member und an meine Patrons. Ihr seid großartig, ich habe euch ganz doll lieb, danke dafür für die Unterstützung. Vielleicht wollt ihr mich auch Monitor unterstützen und nicht nur das Video liken und abonnieren. Das könnt ihr, wie gesagt, bei Patreon mal nachschauen. 3 Euro im Monat. So. Sideboard. Ich glaube tatsächlich, dass das Food Chain nach dem Sideboard auch immer noch favored ist. Boah, ich wüsste gar nicht, was da reinnimmt. Du kannst die Red Blast spielen. Ja. Du kannst. Boah. Du kannst theoretisch die Flöte spielen. Ja. Weil sie macht halt die, zum Beispiel die Griffins 3 Mana teurer. Wodurch die. Oder 3? Ich meine sogar 3. Ja. Wodurch die halt mehr kosten, als die Mana geben. Ja, stimmt. Damit kannst du kein Infinite Mana mehr machen. Genau. Mit Fling könntest du das, mit Squee könntest du das aber noch. Ja, genau, aber du hast ja mehrere Sachen. Ja. Du kannst ja auch darauf reagieren, wenn er was machen möchte. Wenn das Tier auf dem Stack ist. Genau. Kannst du ja die Kreatur. Also, wenn es exiled für Mana zum Beispiel. Nee, das geht nicht auf den Stack. Das ist eine Mana-Ability. Stimmt. Ist absolut recht. Das ist nämlich das Problem. Du kannst, das ist nämlich was ihr nicht machen dürft. Foodchain mit der Flöte ansagen. Genau, Foodchain mit der Flöte ansagen macht halt nichts, weil auf der Flöte halt draufsteht, es sei denn, es ist eine Mana-Ability und Foodchain ist eine Mana-Ability. Ja, ansonsten, einziges, was hilft, schnell genug ins Gesicht hauen. Ja. Gut. Auf der anderen Seite Foodchain hier, wie gesagt, traditionell das stärkere Deck in dem Matchup, weil es eben aus dem Nichts heraus comboen kann und Moon Stompy nicht so viel dagegen tun kann. Der hat die Blood Moons wahrscheinlich rausgenommen. Ich vermute mal, das ist noch Flöte. Die Flöte so jetzt schon. Man könnte jetzt das Fetchland ansagen, wenn er da nichts tut. Okay, ich glaube, man hat das Fetchland angesagt. Zumindest das klassische ich bumse dein Land Ding gelaufen. Ja. Ist aber, glaube ich, hier nicht so geil. Ne, ich glaube, ich hätte tatsächlich die Bubbles rausgebordet.
Hätte dafür Blasts reingenommen, hätte ein bisschen an den Moons geschäft, weil gerade war eine Situation, hättest du da einen Moon legen können und der hat kein Grün fetchen können, hättest du einen schönen Move gehabt. Ja. Ach, den kannst du ja auch noch spielen. Ah, Seek the Beast. Food Chain und Brainstorm. Das ist und auf der, strong. Auf der anderen Seite wird dort 4 halt auch noch richtig fett, ne? Oh no. Oh no, das wurde im eigenen Zug gespielt, nicht end of turn. What? Oh no, das war. Das war schlecht. Das heißt, man hat sich einen Food Chain schon mal rausgekehrschert. Also, ja. Oh. Deswegen spielt man den immer im Gegnerzug, also am Ende des Gegnerzuges. Damit man die in seinen eigenen Sachen spielen kann. Brainstorm. Ist auch bad. Das ist gerade richtig bad. Das ist ein Minzumbo. Das ist ein Minzumbo. Der kann was reißen. Ja, das ist richtig. Du hast auch die Mana dafür. Da würde ich die nächste Runde wahrscheinlich sogar kloppen. Ja. Man sieht hier auch Snow-Covered Basics. Ich frage mich gerade, ob da Kotl, Eisfang-Kotl drin sind. Ich weiß es gerade nicht. Aber, würde Sinn ergeben. Würde sehr, sehr viel Sinn machen. Weil es aber eine gute Karte ist. Ja, und in dem Deck halt End of Turn Flash opferst ihr in Food Chain rein, hast 3 Mana. Hm, das ist richtig. Also, das schon nicht schlecht. Aber der scheint kein Ramp zu spielen, ne? Nee, anscheinend sind da keine Birds of Paradise oder irgendwas in der Richtung drin, tatsächlich. Was ich sehr spannend finde, weil das machen die Food Chain-Spielisten ja normalerweise sehr viel. Ja, ja, vielleicht musstest du irgendwo dran gucken wegen dem Druid. Ja, unter anderem. Ich glaube, da sind auch nur 2 Druids drin. Ja, okay. Theoretisch reicht dir einer und dann castest du die ganze Zeit die Griffith. Genau, dann sind die Infinite. Ja, dann sind die einfach mal fett. Genau, das ist halt Trampen? Das Coole bei ihm. Nee, die haben keinen Trampen. Aber da kannst du ja trotzdem mit Minz und Bu schmeißen. Genau, kannst halt eine ganze Menge machen, weil der Druid halt selber halt immer, wenn man einen nicht grünen Zauber spielt, einen Plan 2 mal kriegt, was halt mega gut ist. Und hier vom Monster-Bee kommt nicht so viel. Da kommt ein Rebelmaster. Ja, aber es ist ein Turn 3 Rebelmaster. Ja, und da kommt gleich ein Minskumbu, ne? Also, viel macht der jetzt auch nicht mehr. Also, ich würde jetzt einfach Minskumbu droppen. Mm. Ich glaube, das wird auch gemacht. Ja. Mm. Und dann kriegt man einen fetten Hamster. Boah, geht mal da hauen. Der Rebelmaster kommt gleich für 4. Dann würde ich den als Blocker da lassen. Ich würde ihn als Blocker da lassen. Alleine auch nur, damit der Minsk und Bu überlebt. Weil jetzt überlebt der Minsk und Bu halt nicht. Ja. Man hat 4 Damage für 4 Mana getradet. Jupp. Und das ist, glaube ich, nicht so gut. Das war ein schlechter Trade. Weil anders hättest du jetzt nicht mit dem Rebelmaster angreifen können. Genau. Gut, ist aber auch jetzt nicht kriegsentscheidend. Food Chain kann ja immer noch in 2 Runden gewinnen. Das ist komplett korrekt, ist aber trotzdem spannend, was man so für Entscheidungen treffen kann. Hier gehen 2 ins Gesicht und 4 auf den Minzkumpu, genau. Ja. Ja, wahrscheinlich einfach miscounted, weil man gedacht hat, der kriegt nur 3. Das kann sein. Da hat man One Ring. Da hat man One Ring. 1 Ring. Halt auch super gut aktuell gegen Food Chain, weil Food Chain dann halt nicht irgendwie mit einer Walking Ballista oder so totschießen kann. Mm. Zumindest den einen Zug halt. Mm. Mit dem Board State eh schwierig. Mm. Ja. Jetzt ist halt die Frage generell, was man noch machen kann. Da ist, glaube ich, ein Ponder noch. Ist ein Ponder noch, ist auf jeden Fall ein roter Recruiter, der eine Kreatur mit Stärke 2 oder weniger aussucht. Mm. Ich wollte gerade sagen, das kann Welts noch. Da ist nochmal ein Druid. Ja. Man scheint aber zufrieden zu sein. Hat keine Karte gezogen. Ja. Sagen. Jetzt kommt der Druid. Und dann. Nein! Oh, warum? Den End of, das ist ein Instant-Kollege. Das ist einfach ein Instant. Das macht man nicht in seinem eigenen Zug. Ich meine, es ist zum Glück gut gelaufen, weil den Squee will man in Exile haben. Egal. Den Squee will man ja in Exile haben. Und dort Land ist egal. Ja, aber normalerweise macht man das nicht im einen Zug. Braucht man auch gar nicht. Nee. Macht die Karte, wird die Karte unsagbar ja. Schlecht. Und machen. Der Druid hat eine Marke. Ja.
weil der Spell mit Seek the Beast, also den zweiten, die als Kreatur spielen oder als Zauber, und als Zauber ist der eben rot. Ja. Das wohl war, der ist überall grün, außer auf dem Stack. Ja. So, Karte ziehen. Instant Ring Activation. Warte mal. Diesmal hat man sich auch den Schaden genommen, ne? Ja. Ja. Wow, ich bin stolz auf dich, Tim. Dann für drei noch ein Rebelmaster an. Saga. Das gut. Die. Oh, wow. Okay. Das. Oh, wow. Das ist ziemlich gut, ja. Puh, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht zu langsam ist. Okay, du hast die Goblins. Boah. Du kannst halt auch sehr, sehr tief looten, tatsächlich. Ja, stimmt. Du kannst halt schön sticken. Ne? Deswegen, also es geht schon ganz gut. Der Druid ist 1-1 Base, ne? Ja, der hätte jetzt den Rebelmaster ausschalten können. Das hätte ich, glaube ich, auch gemacht. Hm. Ja, ich hätte da locker den Rebelmaster weggeblockt. Ja, irgendwie. Hm. So, man hat einen Tutor draußen. 5 Mana. Oh, Fury. Oh. Fury ist noch in Legacy noch ein Ding. Ja, aber dann hätte man jetzt halt alles weg gehabt. Man hätte die anderen Goblins. Also ich, yep. Agrohaum. Und dann greift man direkt für insgesamt 7 an. Ja. Kann man da noch was machen? Nächste Runde bist du allein an dem Fury fast tot. Der Ring tötet dich in. Doch, du bist an dem Fury tot. Ja, einfach mehr Ring Activation. Einfach mehr Ring Activation. Jetzt kannst du theoretisch 2 abwerfen, 2 ziehen. Die. Und dann kannst du nochmal überlegen, wie viel du abwerfen willst. Ja. Es sah im Land aus. Land und ich so können sie Mox, glaube ich. Mox. Wobei das ein gutes Land ist. Dann kann man einen Blocker erzeugen. Ja. Da hätte man überlegen können, ob man das hält. Mhm. Aber ich glaube, das ist bei so vielen Lux plus halt nochmal 3 Karten ziehen durch One Ring, das ist halt noch weit, weit, weit weg von. Von, ich weiß nicht, was ich hier nicht tun soll. Boah, ist halt die Frage, was jetzt kommen kann. Ne? Du hast jetzt den One Ring. Hast du irgendwas gegen das Fury drin? Ja, nein, vielleicht. Fury. Wenn da noch gespielt hat, ansonsten den Golf. Ja. Bombardier, Golf. Ja, also eine ganze Menge. Eigentlich. Ja, stimmt. Also eine Menge, stimmt, ja. Ein Bombardier wäre gar nicht so schlecht, dann kannst du den Ring wegschmeißen. Der bringt dich sonst um. Ja, für 6 Damage. Ja. Der schießt ja noch 6 Damage. Vor allen Dingen, dann wäre der tot. Wenn der jetzt eine Bombe, die hat, ist der tot. Der Gegner. Der hat 8 oder 9 Leben. 9. 9. Wenn jetzt ein Bombe, die kommt. Ja. Da wird irgendwas mit dem Blattmoon nach vorne geschoben. Spannend. Warum? Einfach, wenn er. Also ist halt die Frage, was er hat, ne? Ja. Das ist schlecht. 4, das wird ein Golf sein. Oder noch ein Ring. Golf. Wobei Golf könnte auch ins Gesicht schießen. Aber es ist ein Ring. Ist ein Ring, okay. Dann hat man nächste Runde auf jeden Fall nochmal Zeit. Ja. Fun Fact, jetzt kann man die Engine Room tappen, ohne Damage zu bekommen. Stimmt, ja. Weil man hat Schutz vor allem. Und die Engine Room sagt, beim Tappen fügt sie 2 Schaden zu. Die werden nicht zugefügt. Jupp. Das ist der Kleine, der wird genommen. Okay. Spannend, da kommt Treasure. Warum hat man überhaupt mit dem 1-1 angegriffen?
Nutzerzahl, aber wenn jetzt theoretisch mit dem Enddoom und dem roten Mana Bloodborne spielen könnte. Ah. Na, sag aber go. So. Spannend. So, da ist noch ein Recruiter. Recruiter sind halt keine Food Chains. Recruiter könnte eine Menge finden, aber ist die Frage, was davon ist relevant? Naja, Recruiter kann halt nicht Fury finden. Das ist halt ein Problem. Genau das. Aber Recruiter kann... Oh, Recruiter kann Ballista finden. Ja. Die sind beide 4-4. Es ist ein Blocker übrig. Man greift mit beiden 4-4ern an und schießt mit Ballista für 2 ins Gesicht. Ja. Ist die Frage, ob man für diesen Weg hier geht. Ob man das sieht. Man nimmt noch einen Druid, den spielt man wieder in seinem Zug. Ich sehe schon kommen. Ah nee, man kann den Gegner gar nicht töten. One Ring ist aktiv. Stimmt! Ja. Alles mal Manulatur. Ja. Da kommt natürlich der Druid. Minskumbu in Schrott geschmissen und something. Ich würde sagen, es ist ein Abrupt Decay, aber es ist niemals ein Abrupt Decay. Ich habe literally keine Ahnung, was es ist. Den End of Turn. Dann hätte man nächste Runde. Stuff zu machen, ja. Hätte man nächste Runde zumachen können. Ja. So. Ansonsten ist Minskumbu nächste Runde auch ziemlich gut. Aber da sind jetzt halt auf einmal eine Menge Creatures gespawnt. Und vor allem, es ist halt eine Double Reflection of Kikijiki. Wenn die halt ein bisschen länger liegen bleibt, macht die halt super viel Damage. Ja. Weil man halt immer mit einem neuen Kikijiki den alten Kikijiki kopieren kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dieser One Ring Edge, auf der man da rumtanzt. Ganz, ganz krass. Man hat jetzt eine Karte gezogen, ne? Ja. Ja, das ist der Vorteil von One Ring. Er ist halt Legendary. So. Ja, man kriegt keinen Damage, bombardiert, dann ist rum. Jo, dann ist vorbei. Ist es? Nee, ist es nicht. Oder? Nächste Runde ist vorbei, wenn man halt... Den ja, okay, du kannst halt nächste Runde angreifen, dann kopierst du zweimal den Broadside und dann schmeißt du dem alles an den Kopf, weil der nie nagelfest ist. Also, der kann ja diese Runde auch nichts machen. Ja. Du gibst jetzt ab, der hat eine Runde zum Upsetten, der Foodchain-Spieler, und hat trotzdem verloren. Ja, liegt aber wahrscheinlich in Bombe, den nächste Runde hast gespielt. Weil jetzt mit Sorcery, Speed oder Creature nochmal ein Fury oder so, kann halt jetzt den Bombe die killen. Das stimmt. Das ist wohl wahr. Aber die große Preisfrage ist, ist es vom Damage her noch sinnvoll, da weiterzumachen? Also noch anzugreifen, weil ich glaube, es wäre sogar eine Überlegung gewesen, anzugreifen. Ballista für 3 Marken. Schießt den Goblin kaputt. Das ändert jetzt einiges. Ja, ja und nein. Ja, du bist nächste Runde nicht tot. Ja. Safe. Nächste Runde wärst du mit Tech-Step tot umgefallen. Ja, das ist richtig. Allein die beiden Reflections wären 10 Schaden gewesen. Genau, ohne dass sie connecten müssen. Oh, das ist so dumm. Auf der Seite sind die ja auch noch eine Creature. Mhm. Oh Gott. Mhm. Also theoretisch hätte auf diesem Board alles geworfen werden können. Das ist korrekt. Absolut korrekt. Und das hat nicht mit wenig Damage. Ja, cool. Dann greifst du mit einer Fury. Dann hält der halt einen 1-1er da rein. Nee, One Ring. Hä? Ich glaube, hier wurde einfach aus Spaß angegriffen. Kann man machen. Oder es wurde vergessen, dass man Schutz hat.
Ja, das kann natürlich auch sein. Ne? Mhm. Und dann ist halt Attacker declared und ne? Schönes getopptes Fury hast du da. Hero Golf jetzt auch liefe. Boah, ja, da ist eine Menge unterschiedlicher Scheiß im Friedhof. Mhm, 5 Stück. Wären dann halt 10 Damage. Oh, ja. Das ist eine Fury, oder? Das ist eine Fury und die macht eine Menge kaputt. Die geht da drauf. Wenn du noch ein Land hast, kannst du die noch zweimal kopieren. Das wäre jetzt halt richtig sick. Boah. Aber es sieht nicht so aus. Ob dann ein Käme. Da kopiert man halt so oft, wie man kann. Ein ja, okay, du kriegst im Angriff theoretisch, wenn du willst, noch ein Mana. Ja, das removed noch die letzten Blocker. Richtig. Da kannst du dann den Druid mit loswerden. Oh. Okay, man geht auf ein Leben. Man geht echt in... Hätte man nicht bei Distanz Gesicht schießen können? Ja. Crazy. Crazy, das ist nicht umgewesen. Aber gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja. Trotz allem. Und konntet was lernen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.